Hallo lieber Löwe, herzlich willkommen bei Inbalz Tarot. Gerne möchte ich heute eine Ich- und Du-Legung für dich machen. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendenzeichen, okay? Anders als sonst werde ich dieses Mal hier die weibliche Seite anschauen und hier die männliche, okay? Okay, schauen wir mal. Für Löwe, Ich und Du bitte. Für Löwe, Löwe. Löwe. Schauen wir mal. Löwe, bei dir haben wir hier Ritter der Münzen. Die weibliche Seite fragt sich, was es da für Schlechtes gibt, was sie noch nicht weiß. Okay. Also es geht für dich, ich duze hier direkt die weibliche Seite, weil ich zu 90% weibliche Zuschauer habe, Zuschauerinnen, Zuschauer. Okay. Es gibt auch Zuschauer, die sagen, ich bin weiblich. Und dann sind sie weiblich. Okay. Ritter der Münzen hier. Die weibliche... Also, ich habe gerade Mühe, die Wörter zu finden, weil das so eine andere Denkweise ist. Ich habe das momentan die ganze Zeit bei den Ich- und Du-Legungen. So ganz andere Denkweisen wie sonst, ja. Da scheint einiges oder verändert zu sein bei den Menschen. Es interessiert dich hier nicht mehr, ob dieser Mensch gutmütig ist, großzügig ist, seinem ihrem Job nachgeht, in den meisten Fällen seinem hier männliche Seite. Solche Dinge interessieren. Oder danach fragst du gar nicht. Du fragst hier, was gibt es Schlechtes, was ich noch nicht weiß? Okay. Weil mit Ritter der Münzen ist hier die Bereitschaft, ja, etwas aufzubauen, hier zu investieren, eher langfristig zu planen und dabei zu sein. Oder so wie es aussieht, die grünen Lichter, die sind da. Okay. Aber was ist mit den roten Flaggen, sagst du? Oder gibt es da noch andere schlechte Seiten an meinem Gegenüber, die ich noch nicht kenne? Okay, gut. Bei der männlichen Seite haben wir hier 6 der Stäbe. Die männliche Seite scheint sich hier momentan in einem Hoch zu fühlen. Ja, da gibt es irgendeinen Anlass, irgendeinen Grund dafür, dass dieser Mensch momentan sich sehr hoch gepusht fühlt. In diesem Push, den dieser Mensch hier erlebt, sieht er dich momentan nicht wirklich. Okay, also es ist da einfach, oder da ist irgendein Siegesmoment bei diesem Gegenüber hier. Ich habe das Gefühl, dass dieser Mensch hier, Moment bitte. Ich sehe diese Federn da, wie nennt man die? Bei diesen Kleopatra-Darstellungen gibt es doch diese Fächer aus Straußenfedern, die Bedienstete ihr so zuwiegen. Ich sehe, wie deinem Gegenüber damit zugefächert wird. Es ist fast so, wie wenn dein Gegenüber frischen Wind bekommt von irgendwo. Da kommt frischer Wind. Aus irgendetwas, das ziemlich zerrottet war in der Vergangenheit, ja, in seiner Vergangenheit hier. Es war zerrottet, es war stehen geblieben, es rostete dahin. Von da kommt irgendwie frischer Luft bei diesem Gegenüber, ja. Du musst jetzt nicht direkt an eine andere Frau oder einen anderen Mann denken. Das kann ja auch zum Beispiel der Job sein, der hier seit langem stecken geblieben ist, ja, und jetzt kommt da frischer Wind, da passiert was. Ja, es kann auch in der Familie sein und, okay. Damit ist dieser Mensch momentan beschäftigt, okay. Es geht bei dir auf Herzensebene hier los. Was ist hier bei dir auf Herzensebene los? 7 der Schwerter. Was gibt es hier sonst noch Schlechtes? Was gibt es hier sonst noch Schlechtes, das ich nicht über mein Gegenüber weiß? Erstens mal, liebe weibliche Seite, spiegelst du hier ein bisschen. Ja, ich denke, also bin ich. Ich denke, also bin ich. Die Welt, oder man kann noch so sehr auf die Welt hinaussehen, schlussendlich sieht man in der Welt da draußen das, was man auch in sich drin hat.
ich hatte gerade Mühe, die Wörter zu finden, um deinen Gedankengang da zu entschlüsseln, oder? Weil das ist ja nicht, das bin ja nicht ich. Ich habe das nicht in mir. Und dann muss ich, oder wenn ich da diese Energie von dir aufnehme, muss ich ja zuerst oder selbst erstmal fertig damit werden, oder? Ich kann ja das, was ich eigentlich nicht kenne, nicht sehen. Oder auch nicht suchen. Wir hatten jetzt vorhin eine Ausnahmesituation, weil ich da diese Antenne da habe. Ja, da übernehme ich halt, was du da so denkst. Du, weibliche Seite, hast deinem Gegenüber noch nicht all deine schlechten Seiten gezeigt. Das ist es. Und deswegen fragst du dich, was dein Gegenüber für schlechte Seiten noch an sich hat. Ja, was es da sonst noch gibt. Okay? Hier auf Herzensebene habe ich 3 der Schwerter. Hier habe ich 7 der Schwerter. Hier habe ich 3 der Schwerter. Das macht 10 der Schwerter. Dein Gegenüber hier sagt, dass es schade ist, dass du hier nur Schlechtes von ihm erwartest, dass du hier nur Schlechtes dir draus erhoffst sozusagen. Oder da kann ja nur Negatives herauskommen, sagst du. Sagt dein Gegenüber. Ja. Und das findet dein Gegenüber sehr, sehr schade, dass das, das spürt dieser Mensch im Herzen, ja, es ist sehr oft, liebe weibliche Seite, das ist sehr oft bei Menschen so, die es eigentlich gut meinen. Okay? Das ist verletzend, oder? Wenn du es gut mit jemandem meinst und dieser Mensch sich fragt, was kommt da jetzt raus heraus, dann wäre das sehr verletzend für dich, und genau eine solche Energie habe ich auch bei diesem männlichen Gegenüber hier. Okay. Wie sieht dich dein Gegenüber? 8 der Schwerter. Dein Gegenüber glaubt, dass du hier zu viele falsche Gedanken über ihn, über sie hast. Das ist in den meisten Fällen ihn, ich rede hier von männlichen Energien. Dein Gegenüber glaubt, dass du hier dir zu viele... Oder du kreierst Gedanken, du kommst zu Schlüssen, du kommst zu Resultaten, die gar nicht richtig sind und die dich jetzt hier so in ein Gefängnis sozusagen stecken. Und dieser Mensch liegt nicht einmal so falsch damit, ja? 7 der Schwerter, 8 der Schwerter. Weil schlussendlich, weibliche Seite, du hast hier etwas vermutet, weil du über dich selbst weißt, wie viel du noch nicht gezeigt hast von dir, ja? Ihr seid jetzt nicht alle kriminell oder so, das ist ganz normal, falls ihr in der Kennenlernphase wart, ja. Man zeigt nicht immer alles direkt in der Kennenlernphase, das ist ganz normal, okay. Wie siehst du dein Gegenüber hier, Page der Kelche? Du empfindest dein Gegenüber als distanziert, freundlich distanziert. Du hoffst hier auf eine Überraschung mit diesem Fischlein hier. Fragst du dich, ob dein Gegenüber hier plötzlich überraschend näher sein wird, überraschend weniger distanziert sein wird, ja, ob es da irgendeinen Moment geben wird, wo hier eine Umkehr stattfinden wird bei deinem Gegenüber. Okay. Was sind die gemeinsamen Energien? Rat des Schicksals, die Liebenden, 7 der Münzen, 2 der Kelche. Generell gesagt, ist eure Geschichte noch nicht vorbei. Ihr zwei gehört zusammen, okay? Da gibt es noch einige Dinge, die ihr zusammen erleben sollt. Es gibt hier noch einige Teufelskreise, die ihr zusammen durchbrechen sollt. Ja, ich habe hier Rat des Schicksals und die Liebenden hier. Das ist so oder so diese schicksalhafte Begegnung, ja. Manche nennen das Seelenverwandte, ja, Seelenverwandtschaft, Seelenpartner und solche Dinge. Ich sage dem, dass wir bald schon 9 Milliarden Menschen auf der Erde haben, und all diese 9 Milliarden Menschen haben alle irgendetwas erlebt, und da kann es dann durchaus vorkommen, dass man da mal auf jemanden stößt, der die Ähnliches erlebt hat, ähnliche Teufelskreise hat, und mit der ich zusammen dann diese Teufelskreise auflösen kann. Ja, und das muss dann nicht nur die Liebe sein. Ich hab Freunde, die mich verstehen können zum Beispiel, weil ich auch irgendetwas in ihnen spiegle. Ja? Sie haben da auch irgendeinen Teufelskreis in sich. Das haben alle. Mit jemand anderem, der nicht das Gleiche hat wie ich, kann ich mich nicht verstehen. Und dieser Mensch mich genauso. Und hier ist genau das. Oder 9 Milliarden Menschen gibt es,
Und wahrscheinlich passen neben diesen Menschen noch irgendwie, keine Ahnung, 5 andere Millionen Menschen zu dir. Ja, auch mit denen würdest du dich hinsetzen und denken, boah, dieser Mensch versteht mich. Ja, wir haben Ähnliches durchmacht. Und dieser Mensch ist einer von denen. Okay? Ich introvertiere hier immer. Das ist das, oder weil das ist gesünder, wie wenn man sich denkt, oh, es gibt nur diesen Menschen und sonst niemanden. Also ihr zwei seid sowieso der Meinung, dass es nur euch zwei geben kann, ja, dass nur ihr zwei miteinander sein könnt. Mit dieser zwei der Kelche-Karte hier. Mit 7 der Münzen sehe ich hier, dass hier eine ziemliche Geduldsphase bisher war. Ja, da hat man ziemlich gewartet. Ich habe das Gefühl, dass vor allem die männliche Seite hier auf konstruktive Energie von dir gewartet hat, ja. Wir sehen hier eh mit der Ritter der Münzen, dass du diese konstruktive Energie bisher noch nicht gebracht hast, sondern eher dieses, was gibt es Schlimmes, was ich noch nicht an dir weiß, ja. Das hat dieser Mensch vor allem bisher gesehen. 2 der Kelche hier. Eigentlich liebe ich die weibliche Seite hier, sagt die männliche Seite. Aber die weibliche Seite geht davon aus, dass es hier Schlimmes gibt, das ich ihr antun möchte. Ja. Rat des Schicksals und die Liebenden. Das Ganze kommt noch gut hier. Ja, wir werden jetzt schauen, wie es genau weitergehen wird. Es gibt hier Frühbucherrabatt. Okay? 25% Rabatt auf die Fortsetzung. Auf der Produktseite siehst du es nicht, aber im Warenkorb wird das dann automatisch abgezogen. Okay? Ich werde hier mit diesen Karten schauen, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Mit diesen Karten, Löwe, werde ich fragen, was die weibliche vor der männlichen, was die männliche vor der weiblichen Seite versteckt. Und für jene, die hier keinen Kontakt haben, werde ich diese 2 Karten hier fragen, wann der nächste Kontakt stattfinden wird. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye.